Gibt es jetzt Gewinnmitnahmen nach dem Deal zwischen den USA und China? Das ist die große Frage und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Ja, jetzt soll er endlich da sein, dieser Phase 1 Deal. Heute 17.30 Uhr soll die Unterschrift erfolgen und fast noch wichtiger, es soll auch der Text veröffentlicht werden. Das hat gestern Nacht oder gestern Abend Steve Mnuchin, Finanzminister der USA, nochmal gesagt und das wird sehr, sehr wichtig werden, denn die Märkte werden sich genau anschauen, ja, wie viel Plastik ist dieser Deal und wie viel Substanz hat dieser Deal. Bisher weiß man, dass da einige Zahlungsversprechen, Bestellversprechen drin sind und die Amerikaner sagen, ja, da haben wir ganz tolle Kontrollmechanismen. Die Chinesen sehen das scheinbar ein bisschen anders. Xi Jinping wird seine Unterschrift nicht darunter setzen. Damit sozusagen ist das ja aus chinesischer Sicht schon ein Deal zweiter Klasse und nicht erster Klasse, wenn nur Liu He, der Gesandte, sozusagen diesen Deal unterschreibt. Gestern sorgte dann eine Meldung für Stirnrunzeln an den Märkten, nämlich, dass die Zölle nicht abgeschafft werden. Die bestehenden Zölle, die also jetzt nicht durch diesen Phase-1-Deal weiter reduziert werden. Und das sind immerhin ja praktisch 2/3 aller Importe. Dementsprechend weiterhin Unsicherheit bei Investitionen, weiterhin Verlagerung von Lieferketten. Da ändert sich also nicht so wahnsinnig viel. Und wir sehen eben Aussagen hier auch von Steve Mnuchin, der nochmal klar macht, nee, also wenn überhaupt wird Donald Trump nach der Wahl, nach der US-Wahl vielleicht mit den Zöllen was machen können, aber wahrscheinlich erst mit einem Phase-2-Deal und wann der kommt, das steht ja in den Sternen. Der Text wird veröffentlicht, das ist jetzt auch nochmal klar. Insgesamt haben wir jetzt eine Reduktion durch diesen Phase-1-Deal von oder auch für 7,5% von 15% für Waren im Volumen von 160 Milliarden Dollar und wir haben eben ansonsten weiterhin etwa Zölle von 25% auf Importe von 250 Milliarden Dollar. Das sind praktisch knapp 50% der Importe der USA aus China. Ist damit mit 25% bezollt. Das ist nach wie vor eine ziemliche Größe. Das hat den Markt also ein bisschen gestern, naja, ins Nachdenken gebracht. Dazu dann noch gestern eine Tweet von Donald Trump, der interessant ist. Der sagt, wir helfen Apple an allen Fronten. Aber Apple weigert sich von gewalttätigen kriminellen Elementen. Unlock iPhones used by killers, also sozusagen die iPhones zu unlocken, aufzuschlüsseln, die Daten zur Verfügung zu stellen, den US-Behörden. Also eine ziemliche Drohung gegen Apple. Wir sahen, dass Apple gestern dann auch Gewinnmitnahmen schon mal erlebt hat. Der Nasdaq, der Index, der also zuletzt am besten gelaufen war, der zeigte eben Schwäche, war deutlich schwächer als alle anderen Indizes. Schauen wir uns an, was noch wichtig wird. Wir haben heute Termine. Erzeugerpreise und den New York Empire State Index außer den USA. Gestern ja die US-Verbraucherpreise in der Summe etwas niedriger. Wir haben die Öllagerbestände 16.30 und 17.30. Da soll der Deal dann unterschrieben werden. Wir haben heute dann Zahlen von Bank of America 12.50 Uhr. Wir haben Goldman Sachs 12.25 Uhr und dann noch BlackRock um 12 Uhr. Das sind sozusagen jetzt diese Finanzgiganten, die berichten. Gestern ja JP Morgan besonders stark, Citigroup, Wells Fargo schwach. Woran das liegt, das hat jetzt einmal mehr jemand gezeigt, der weiß, was der Fall ist, nämlich Lisa Abramovic, die gesagt hat, gezeigt hat, unter Berufung auf absolute Insider, dass die Fed, nämlich die New York Fed hier ganz konkret, faktisch die US-Banken alimentiert, also praktisch Subventionen da reinschießt, denn das, was die New York Fed hier an Raten bezahlt, das ist sozusagen höher als das, was die Banken hier verlangen. Mithin haben die Banken also ein Arbitragegeschäft, in dem sie die Differenz nutzen können von den Sachen, die die Fed hier bepreist und ihren eigenen Bepreisungen, also ein todsicheres Geschäft. Deswegen sind auch diese Repo-Geschichten, diese Repo-Auktionen ständig oversubscribed, wie die Amerikaner sagen, also überzeichnet. Es gibt mehr Nachfrage als Angebot, weil eben das ein sicheres Geschäft für die Banken ist. Und jetzt überlegt die Fed sogar, dass man Hedgefonds unterstützt, indem man Geld in Clearinghäuser reinpumpt. Clearinghäuser sind ja Abwicklungsstellen, die sozusagen garantieren, dass dieses Geschäft auch zustande kommt und da auch das Risiko eines Ausfalls einer Partei praktisch übernehmen
Und das ist sozusagen der neueste Schrei hier, der fette. Wir könnten jetzt direkt praktisch die Hedgefonds mit Liquidität versorgen. Es zeigt, wie fragil nach wie vor dieser Repo-Markt ist. Es zeigt, was passieren würde, wenn die Fed jetzt komplett sich schon zurückziehen würde. Man versucht jetzt sozusagen den Ausgang durch eine Hintertür zu finden, indem man sagt, ja, okay, wir sind vielleicht nicht mehr direkt jetzt dann am Repo-Markt, aber wir pumpen das Geld in die Clearinghäuser, damit dies wiederum den Hedgefonds geben, die offenkundig einer der maßgeblichen Player geworden sind am Repo-Markt, auch durch Arbitrage-Geschäfte. Und die Fed hat jetzt übrigens angekündigt, die sogenannten Repo, diese sogenannten Term-Repos, also die mit etwas längerer Laufzeit, meistens so 2 Wochen, dass man hier das Volumen reduzieren wird um 5 Milliarden Dollar von praktisch 35 bis dann nur noch 30 Milliarden, die man reinpumpt. Also hier schon ein leichter Liquiditätsentzug. Schauen wir mal, wie die Dinge jetzt in den Charts sich darstellen am Tag des großartigen Deals der Weltgeschichte. Das ist sozusagen die erfolgreichste Marketingkampagne für Sojabohnen der gesamten Weltgeschichte, meine Damen und Herren. Wir sehen hier den DAX, die Charts von Capital.com. Es ist Folklore, das zu erwähnen. Wir sehen den DAX bei 13.428. Wir sehen den Nest, den S&P 500, 3.284. Wir sehen, dass der Nasdaq ein bisschen tiefer ist, auch auf Future-Basis. Wir sehen den Nikkei 0,5% tiefer. Und da ist man so ein bisschen ernüchtert. Vielleicht setzen da schon die Gewinnmitnahmen ein. 9036 der Nasdaq. Mal sehen, wie Apple heute reagiert auf diesen Tweet von Donald Trump. Der Euro bei 1,1134. Gold stabilisiert sich in dieser Zone um 1550, aktuell 1551. Und das amerikanische Krypto-Teil weiter unter Druck bei $58.16. Also, es ist jetzt die Situation, dass wir schon sehen, dass eigentlich seit Beginn des Jahres wir nicht mehr diese, naja, wie soll man sagen, Einbahnstraße haben. Es gibt auch Tage, da fallen manche Indizes, wie gestern der Nasdaq. Wie kann denn das sein, meine Damen und Herren? Das ist doch gar nicht vorgesehen an der Börse, dass auch mal Kurse fallen können. Die müssen doch steigen, weil die Fed praktisch eine Garantie gegeben hat, dass die Preise steigen, dass die Kurse steigen. Faktisch ist sozusagen jetzt die Fed gefangen in einer Situation, wo sie sich kaum mehr aus dem Markt zurückziehen kann, ohne eben in diesem Markt, welcher Markt auch immer, Repo-Markt oder auch Aktienmarkt, Turbulenzen auszulösen. Das ist das große Problem. Jetzt bekommen wir einen Abgleich mit den Earnings, mit den Gewinnen der US-Unternehmen. Jetzt haben wir erstmal die Finanzunternehmen. Das ist erstmal ein leichtes Spiel, weil, wie gezeigt, die Fed faktisch diese Banken pudert, praktisch Gewinne hier aufbläht, indem sie sich todsichere Geschäfte ermöglicht. Das ist noch nicht der wirkliche Abgleich. Der Abgleich kommt dann mit den Tech-Unternehmen, die so hausiert sind, als gäbe es kein Morgen. Jetzt erstmal einen guten Start in diesen Tag, meine Damen und Herren. Bis dann. Servus und ciao.